und herzlich willkommen zu Teil 35 von Dying Light. An meiner Seite der Smurlock. Servus aus dem beschaulichen Haran. Jawohl, wir haben ein kleines Mädchen getroffen, deren Mutter und ihr Bruder sind außerhalb der Stadtmauern irgendwo in einem Keller von einem der Püppchen sammelt oder auch entkommen in der Gegend. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles creepy. Hier ist ein Arsch, der die vertreiben will, weil die gebissen worden sind. Ja, auf jeden Fall auch eine krasse Quest, die hat Kirby sehr bewegt. Und, die hat mich sehr bewegt, die muss natürlich jetzt auch direkt angegangen werden. Als Mutter und Hutmensch kann ich das alles nicht durchgehen lassen. Nee, so. Nee. Außerdem ist der Crane ja sowieso gerade so im Arsch von allen Seiten. Wieso muss ich denn diesen blöden Harun finden? Ich muss doch eigentlich die Mutter finden. Naja, vielleicht muss ich. Erst den Harun, ja? Ja. Na gut. Moment mal. Der hat mich zurückgesetzt, Leute. Ah ja, gut, okay, aber nur die Unterhaltung, ne? Ja, ich muss das jetzt knacken, den suchen, dann sagen, dass er nicht da ist. Gut, das dauert jetzt nicht ewiglich, aber. Tja. Gut. Und die haben geändert, wo das war, oder was? War doch in der Mitte. Ja, so zwar, ne? Aha. Gut. Sehr gut, jetzt die Lea. So, hier ist niemand. Der war auch, glaube ich, nichts einzusammeln, wenn ich mich recht entsinne. Nee, vielleicht im Kühlschrank. Nee, der ging nicht auf. Ach so, stimmt. Ja. So, er ist nicht da. Oh, dann solltest du ihn suchen. Mach ich. So, jetzt gehe ich zu dem Angeltypen. Der sagt mir dann, der wohnt wie ein Troll unter Wo finde ich Harun? Vermutlich unter der Brücke. Da wohnen die meisten Trolle. Frisst wohl gerade Fischköpfe. Natürlich. Der hört sich echt an wie aus Metro. Ja, ne? Das war bestimmt auch eine Synchronstimme. Hä? Jetzt muss ich doch das Mädchen finden, oder nicht? Die da hinten. So, jetzt muss ich mit der Tochter reden. Jetzt kommt die bestürzende Nachricht. Ich glaube, die ist da hinten. Popico. Auf dem Pfeiler da hinten. Da? Hm. Nee, da war das Mädchen aber nicht. Habe ich die dann zufällig getroffen, oder was? Ja, kann sein. Ich weiß es auch nicht mehr. Jetzt muss ich mal eben auf die Karte gucken. Ja, da oben ist er auf jeden Fall. Begeben Sie sich nachts zur Brücke der Schande? Sprechen Sie mit Harun. Ja, das sind zwei Quests. Ja, ja, aber es scheint, vielleicht hat er das mit dem Mädchen gespeichert, dass ich mit der geredet habe. Vielleicht hat er das doch, weil das, die war nämlich da, die war halt in dem Haus von ihrer Tante. Das war da hinten irgendwo. Das stimmt, da. Die saß da, ne? Ja, ja, da hat einfach jetzt nochmal mit mir geredet. Dann haben wir noch zu der gesagt, sie soll sich von dem fernhalten. Ja. Ich komm da jetzt mal rüber. Ich bin echt froh, dass keine Zombies sind. Ja. Ich bin auch nicht wirklich schwimmen. So, der macht doch ein vorbildliches Brustschwimmen. Ja, der kann schwimmen. Achso, du meinst Zombies? Zombies können nicht wirklich schwimmen. Nee, das stimmt. Die sind mir ja auch schon mal nachgesprungen ins Wasser, das hatten wir ja schon mal. So. Also, der sagt nicht, dass das höher ist. Dann gehe ich mal hier unten hin. Ja. Dann noch mal ja nachts. Harun. Ja, du Arsch. Harun. Hey, ich bin beschäftigt. Wieso hast du diese Frau aus dem Dorf vertrieben? Aida? Die ist infiziert. Kein Infizierter darf im Dorf bleiben. Will Gerstl das so? Manche Leute wollen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Ich tu's. Wenn Aida lieber hier geblieben wäre, hätte sie sich eben nicht beißen lassen dürfen. Pech gehabt. Sayonara. Was ist mit den Kindern? Was soll mit denen sein? Hier gibt's kein Antizin. Ich hab ihnen Gefallen getan. Damit sie nicht zusehen müssen, wie wir ihre Mutter zerstückeln, wenn sie zum Zombie wird. Du wirst mir gerade unsympathisch. Hey, ich will keinen Ärger. Siehst ganz in Ordnung aus. Und schönen Tag noch, ja? Ja, weil ich finde ihn noch nicht mal so unsympathisch, das ist das Schlimme. Finden Sie das Haus mit den roten Blumen hinter dem Tunnel? Ich würde dem wirklich gerne mit der Stange über den Kopf hauen. Und jetzt verpiss dich! Ja? Oh. Ja? Weißt du jetzt, was ich meine? Mr. Power. Ich hab mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich bin nur Scheiße im Kopf. Können die doch wegsperren oder Antizin besorgen, irgendwas tun, weißt du? Ja, natürlich macht er sich so ein bisschen. Was heißt Eier? Doch, ein bisschen einfach schon, je nachdem, was du für einen Schlag von Mensch bist, ne? Ja. Wo geht's denn hier hin? Ich weiß, dass ich hier nicht hin muss. Ich bin nur total neugierig. Kann man da nicht das Schloss kaputt hauen? Das Schloss kaputt hauen? Das da.
glaube nicht, sowas konnte ich nicht. Gut. Aber wir könnten vielleicht, aber hier ist leider kein Lager, ne? Da ist auch noch doch, eine... das ist eine Sicherheitszone, oder? Das ist so ein grünes Haus. Dann kann ich doch hier schlafen und dann kann ich doch bis nachts warten, weil irgendwas kann ich hier nachts machen. Ja, das stimmt. Mal eben gucken, was das für eine Queststärke ist. Dieses... Das ist aber auf jeden Fall drüber, ne? Also über uns. Ne, auf der anderen, ja, aber auf der anderen Seite. Genau. Da. Nee, das ist nicht. Hä? Was ist denn das mit diesem Warten Sie bis nachts? Da. Da. Scheinwerfermittel, das können wir machen. Elfi hat eine andere Methode entdeckt, den Turm zu beschützen. Wir könnten die nächtlichen Angriffe der Infizierten mit den Scheinwerfern abwehren. Dafür sind die Dinger über den Türen also gedacht. Aber die einzigen Strahler, die dafür stark genug sind, werden für die Beleuchtung der Brücke der Schande verwendet. Das ist die höchste der Stadt. Sollen wir es mal versuchen? Das wird bestimmt super, aber ich krieg eine Mod dafür. Ja, mach ruhig. Probier mal. Wenn ich halt schon mal hier bin, ich meine, die Wege sind halt echt manchmal nervig. Kann ich denn hier schlafen? Bei denen ach, da oben ist die Sicherheitszone. Ja, toll, da kommen wir mal nicht rein. Da war kein Bett. Hast du geguckt? Nee. Ich auch nicht, aber ich hätte es eigentlich sehen müssen. Ja, der sagt wirklich, das wäre noch höher. Aber vielleicht ist der auf der anderen Seite auch ein. Vielleicht komme ich dann so darüber. Hier spricht Ayo. Spielt nicht im Dunkeln den Helden. Kommt hierher zurück oder sucht euch ein Versteck. Ihr habt noch eine Stunde. Na, komm mal, eine Stunde kriegen wir eh rum hier. Wer weiß, ob wir da überhaupt jetzt reinkommen. Weil wenn die jetzt clever sind, haben die das natürlich auch abgeschlossen. Aber... Siehst du? Door is closed. Ja. Das ist einfach über mir auf der Brücke. Genau. Ja, ist ja Käsefuß. Da habe ich es ja hier überhaupt nicht abgekürzt. Scheiße. So, dann gehen wir da drüben jetzt pennen. Dann machen wir keine Nachtaktion, okay, oder? Wir gehen jetzt zum Haus mit dem roten Ding. Genau, aber das mache ich nicht in der Nacht. So, rüber. Was gibt's denn hier? Steine. Steine. La 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 la. Ach, ist das schön, so ein Sonnenuntergang. Ja, ne? Mhm. Wir schwimmen im verseuchten Wasser. Elend und Infizierte um uns rum. Es ist prächtig. Cool. So, ich brauche keine Hilfe. Ich mache das alles allein. Genau, wir sind crazy. Guck mal, kannst du da unten im Kurzer durchschwimmen? Hier? Da durch den das Steg. Möchtest du? Mhm. Da so nach einer bitteschön. Schleuse aus. Schleusegehäuse. Ja, ja. So, was gibt's denn da? Jetzt habe ich ja die Brücke der Schande angenommen. Das muss ich mal eben wieder wegmachen. Das macht mich nämlich ganz verrückt. Stimmt, wir müssen unbedingt noch darauf achten, dass wir Sachen einsammeln auf dem Weg. Obwohl in dem Dorf ging es ja schon ganz gut, ne? Ja. Moment, wo ist denn hier meine Mutter? Wo ist meine Mutter? Ganz unten da. Wo ist meine Mutter? So. Was ist hier los? Medikit. Hi, es geht. Medikit nackt. Ich muss euch ein bisschen ausrauben, wisst ihr? Ich habe nicht mehr so viel Zeug. Aber ihr braucht ja sicherlich nicht so viel, ne? Lululul. Da war was links. Kann ich nicht mitnehmen, ist ja asozial. Aber da war, glaube ich, links an der Wand... Irgendwas zum... Ah ne, das ist nur eine Tür. Okay. Da war nur eine Tür, ja. Aber das hat nämlich durch die eine andere durchgeschienen durch die Wand. So, hier kann ich schlafen, wenn ich alles durchsucht habe. Hier ist mein Lager. Hallo, Viktor. Der Viktor will, dass ich so ein Rennen mache, oder? Ich habe dich rumlaufen sehen. Gehörst du zu den Typen vom Turm, oder was? Kannst du mir helfen? Ich habe seit Tagen weder gegessen noch geschlafen und bin einfach todmüde. Wie kann ich dir helfen? Ich soll ein paar Kranken die Arzneien bringen. Ich würde ja warten, bis ich satt und ausgeruht bin. Aber dann wird das Zeug schon verdorben. Es muss schnell gehen. Ach so, Herausforderung. Ah okay. Ja, gut. Diese Zeit... Das ist eine Parcours-Herausforderung. Ja, so Zeitquests mache ich nicht, Leute. Es tut mir leid. Genau, wir wollen uns ja nicht selber stressen. Nee, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ein Magengeschwür von sowas. Hier. Schmuck in the Pancake. Mann, den kann man sich aber wirklich nicht bereichern, ey. Nee.
Gut. Kühlschränke sind leer gefuttert. Ich schlaf mal jetzt, ne? Ja. Schlaf mal, little sleepyhead, und dann wird gerettet, was das Zeug hält. So, wo darf ich denn hier schlafen? Auf der super leckeren Couch hier. Ja, komm, aber das ist doch mal angenehmer als sonst mal auf dem Boden, nur auf so einem, weiß ich nicht, auf so Zeitungspapier. Ja, aber so. Wenn mir eine creepige Victor da gegenüber sitzt, ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Ja. So, alle behalten ihre Hände bei sich. Wakey, wakey, hands of snakey. Los geht's. Oh, ich glaube, ich will hier nicht die ganze Zeit an den Felsen vorbeilaufen. Ich glaube nicht, dass das da ist. Meinst du nicht, dass es da drin ist? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, dass das außerhalb der Felsen ist. Ja. Das war diese eine Quest hier. Das, ja, da muss ich hier weg von der vom Strand. Da ist bestimmt die Mutter. Die Mutter und der Junge hoffentlich auch. Oder zumindest ein Hinweis. Wow. Morgen, Zombies. Gut geschlafen. Ja, lasst mal eure flinken Leute zu Hause. So, ich habe eine goldene Brechstange. Da wachst du mal. Da ist einer mit dem Mama. Da guckst du wirklich. Oh nein, der hat dich gehört. Da sind die großen. Gleich hat er dich. Der ist direkt an deinem Puppe. Ach, das sind Männer. Männer! Guten Morgen! Was ist? Was wollt ihr? Ärger? Und ich hab einen auf den Arsch. Ja? Was willst du? Ja, und du Fuß in den Gesicht. Und auf ihn. Obwohl, was sage ich? Der muss was nehmen. Ihr müsst was nehmen, verdammt. Die waren mir nämlich ein bisschen zu nah an meinen neuen Freunden da unten. Haben die auch? Warte, da war noch eine Kiste, oder nicht? Wo war eine Kiste? Da. Das ist eine Kiste? Meine Kiste. Oh, guck mal, da fallen Zombies aus dem Bus. Oh, schwer. Schock, schock, Schwedenmod. Block. Block. Muss ich wieder einen machen, oder was? Nervig. Aber gut, dass der eine keine Beine mehr hat, ne? Der Zombie, der da rausgefallen ist, glaube ich. Der krabbelt jetzt zu dir. Das kann dauern. Ich habe keine... Jetzt habe ich aber... Jetzt weiß ich, wo das ist. Du kannst auch Metallteile zerlegen. Du kannst auch Waffen zerlegen. Ach, gut, dass du dabei bist. Ich habe alles verkauft. Das ist nicht schlimm. Nicht alles. Guck mal, du hast da eine... Was da drunter... Tischlerhammer. Wer braucht einen Tischlerhammer? Mal ehrlich. L3. So, und jetzt kannst du dir... Sag mir nicht, dass ich das immer noch nicht kann. Dann rast ich auch. Doch. Ich kann ein Medikit herstellen. Das mach ich auch. Ja, würde ich auch machen. So. Jetzt aber. So. Konzentration. Ja, genau da. Genau da war's. Also, wenn da nichts Tolles drin ist. Gib mir so gut Stuff. Kampfmesser? Ja. 63er Schaden beim Messer hatte ich noch nicht. Nee, 25 war so der. So, ich weiß, ich muss in die andere Richtung. Ja. Aber wie ihr seht, ich muss hoch. Ich muss erstmal hoch und dann nach da. Wieso musst du hoch? Ja, weil. Hier ist, glaube ich. Oh, ich muss. Oder unten durch. Auf jeden Fall ist das ja hinter diesem Bergmassiv. Ach so, was ich dir noch sagen wollte, die hatten Waffen dabei, die du eben niedergeknüppelt hast. Die konntest du noch einsammeln. Guck mal, ich könnte auch durch den Tunnel. Oder? Das müsste doch gehen. Ja, wenn du. Ich hab doch keine Angst. Hattet Waffen, hab ich gehört. Genau. Und die Hacke. Ja, die war sogar ganz gut. Und, ja, 106er. Eine Bauernsichel. Oh! Milaiki. 122er Bauernsichel. So, Bauernsichel. Oh, meine Arena-Machete ist im Sack. Ja. Ich brauche mehr Teile, aber die will ich reparieren. Die war nämlich auch gut. Kai, ja, die war gut. Aber ich muss jetzt mal eben hier, das brauche ich jetzt im Moment nicht.
Nehmen wir ein Kampfmesser und dafür nehmen wir... Komm, eine Pistole musst du beibehalten. Ja, die kann ich ja schnell wechseln. Aber jetzt, wenn ein, zwei normale Menschen sind, die auch jetzt keine Gewehre haben, kann ich ein Messer nehmen. Genau. Und das ist ja viel zu laut. Also innerhalb draußen würde ich keine Schusswaffen benutzen. Hast recht. So. Was Neues. Was ist das dabei? Darf ich mal kurz was bei dir ausprobieren? Leute. Ja, das war ganz gut, oder? Ja, Hammer. Alkohol. Ui. Oh, ihr seid aber viele, was? Haha, was ist denn hier los? Ganz viel Benzin. Ah. Wow. L1. L1 ist Konter. Du alles klar. Gut, L1 ist Konter. Das werde ich mir merken. Du kannst doch schon nicht springen über die drüber laufen, ne? Wenn der R1 geht. Ich meine, das haben wir auch ausgerüstet. Ja. Das ist natürlich nur die allerbeste Möglichkeit. Hm. Ja, wer bist du denn? Boah, ein eingesprungenes Kackebein. Da folgt mir einer, was? Ja. Ich mag das Hackebeil. Das ist mein Hackebeil, Freund. Das ist toll, ne? Hm. Nur ein Katana könnte das noch übergehen. Ja, wenn das noch ein bisschen länger wäre, Mann, wäre das geil. Insektenspray. Und Batterien. Ich brauche unbedingt Metallteile. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ach, finden Sie das Haus mit den roten Blumen hinter dem Tunnel, okay. Ja, ich dachte, das wäre hier irgendwo, weil ich bin hier schon... Ja, das ist auch irgendwo. Und die Blumen, fragt sich nur, wo die Blumen sind. Sind die draufgemalt? Hat hier einer einen Blumentopf vor der Tür? Wie meinen die das? So sieht's nämlich aus. Blumen. Sind hier Blumen drin? Ist das der? Ach, guck mal. Oh nein, ach. Ach, das sind Metallteile. Aber das sind Metallteile, du hast so recht. Ich habe nur deinen Gedanken geklaut. Ich brauchte etwas länger, um dahin zu kommen, zu dem Gedanken. Ich dachte gerade, der nimmt sich die Sneakers. Könnte er auch gebrauchen, ne? Und endlich mal wieder gefüllt. Ach, endlich mal wieder was zu essen hier. Baklava! Ja, der Zuckerhaushalt, der ist schon in den Keller gegangen. Ja, total. Was sagt eigentlich... Ach, Zaunfalle aktivieren, das ist doch Quatsch. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Die Zeit ist super. Wundervoll. Ist einer in der Zaunfalle verfallen, verfangen? Ist einer der Zaunfalle verfallen, sozusagen. Brauchst du den Kopf kriegen? Ich hab ihn nur erlöst, oder? Du hast es auch gesehen. Hab ich gesehen. Hey. Ich will, dass dieses Hackebein niemals kaputt geht. Hallo? Du bist infiziert, das sehe ich direkt. Wo waren da hinten rechts. Da oben auch. Das sind doch keine roten Blumen. Ja, gut. So, rote Blumen. Guck mal, da kann man rein, bestimmt, in dieses Ding. Hallo? Das ist hier nichts. Mama! Boah, ich hab mich voll erschrocken, dass ihr das nicht sehen konntet gerade. Das war peinlich, wie ich hier weggesprungen bin. Boah, ey, er ist um dich rum jetzt gerade so ab. Ja. Vielleicht was wir ihn umbringen. Sehr gut. Hast du eigentlich deine Taschenlampe an? Oh Gott, da ist so ein... Nee, hab ich nicht. Den darf ich aber nicht hauen, der wird mir zu laut. Der Gasmann. Der Gasmann ist da. Für alle, die Dumm und Dümmer gesehen haben, den wird der Gasmann was sagen. So. So, wo sind denn die Blumen? Klopf, klopf. Blumen,
ich sag's euch. Weil ich sehe halt überall so ein paar Topfpflanzen. Ja, Topfpflanzen, aber die meinen rote Blumen. Rot. Also richtige Blüheblumen. Oder ein Bild halt. Man hat so Blumen an eine Hauswand gemalt, weißt du? Kann auch sein. Oder die meinen die Tonnen dann. Das sieht doch ganz gut aus, in so einem Hintergang. Und dann wird dir angezeigt, da kannst du nicht. Da war nämlich auch gerade so ein Brett, was so schräg ging. Ich glaube, da war es eben drin. Von der anderen Seite. Hier? Nee, doch nicht. Komm, jetzt geh mal da rein, du Horst. Ehrlich. Kann ja nicht sein, dass du nicht ins Fenster kannst. Jetzt kriegt der Crane auch noch deinen Zorn ab. Ja. Wo denn? Wo bist du denn? Arschgesicht, ich hab Metallteile gefunden. Boah. Kommt der gerade in das Fenster rein? Tschüss. Och, tut mir leid. Jetzt habe ich dir einfach die Organe rausgenudelt. Aber den hat es noch nicht ganz erwischt. Der kommt hinter dir. Jung. Bist du jetzt unten oder was? Lern doch klettern. Ist aber wirklich gut. Versuch mal ohne Arme zu klettern. Genau. Jetzt wird die Mama böse hier. Was ist denn da? Oh. In Ruhe mal ein paar Blumen suchen. Da ist ein rotes Auto, rote Lampen, da ist eine Kiste. Ich sehe hier keine rote Blume. Nee, ich sehe ein blaues Haus. Rote Blume hinter dem Tunnel. Da ist eine rote Tür. Guck mal, da wird es irgendwie rot. Hier über die Spikes drüber. Da! Ja, ja. Red Flowers. Die Tür hier noch. Die Tür ist kaputt. Wir sind auf jeden Fall in einer Wand. Ja. Aber wer? Ja, ich hoffe, der kleine Junge von der Frau. Schneller hinterher. Wieso, die sind hier irgendwo im Keller. Ach so. Denke ich mal, dass sie sich hier irgendwo verbarrikadiert haben und kamen da nicht mehr raus. So. Er hat auch aufgehört zu weinen ein bisschen. So, hier haben wir schon mal verbarrikadiert. Kann ich denn die Haupteingang auch irgendwie verbarrikadieren? Nee, ne? Doch, da. Genau. So, guck mal, da kommt jetzt schon mal keiner rein. Hier ist vergittert. Da ist verbarrikadiert. Guck mal, da ist es noch gelandet. Doch. Kann man das irgendwie noch schieben? Nee. Oder ist noch ein Korb? Ach, stell dir mal vor, da wäre das jetzt der Junge oder das Mädchen drin gewesen. Hör mal auf, so laut zu weinen! Hallo! So, war es das? Wie ist denn die Tür hier zu? Die Tür nicht zu. Nee. Okay, Chemikalien. Was ist denn hier los? Achso, ist weiter unten. Okay, ja, ja. Sich ein... Ich bin nur jetzt einmal hier oben und ich habe jetzt hoffentlich alles gesichert. Och, Bibi, nicht so weinen. Ist alles gut. Du bist der ist hier drin. Hilfe! Mama! Warte, ich tu dir nichts. Du bist Jamil, ja? Ja. Ich suche deine Mutter. Kannst du mir sagen, wo sie ist?
Jasmina ist gebissen worden. Mama hat sie zu einem Mann gebracht, der Medizin hatte, die vom Himmel gefallen war. Sie hat gesagt, er heißt Salim. Weißt du denn, wo Salim wohnt? Im Werkzeugladen. Hör mir zu, Jamil. Ich hol jetzt deine Mama und komm dann zurück. Warte hier auf mich, okay? Okay, komm bald zurück. Mach ich. Keine Angst. Gott, guck mal, was er da gemalt hat, ey. Mach die Schranktür zu, Junge. Bitte. Ja, wieso? Du hast ja eh alles gesichert. Ja, aber es geht. Oben die Tür stand offen. Die Balkontür. Ja, ich glaube, der Balkon war zu. Okay. Kannst du ja nochmal gucken gehen. Ja, aber wahrscheinlich ist das eh jetzt so eine Quest. Da kann ich eh nichts tun, ne? Ich meine, ich kann hier runter, aber kommt hier einer hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh Mann. So, jetzt suchen wir mal den fiesen Typen. Den Salim. Genau, das ist doch bestimmt der, wo das Mädchen da irgendwas erzählt hat, der wollte die als Püppchen halten, ne? Genau. Aber wisst ihr was? Das machen wir einfach im nächsten Teil. Hört sich gut an. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.